Hallo, mein Name ist Martin Eichschmidt, bin hier Gruppenführer der SEG-Behandlung. Die SEG-Behandlung ist dazu gedacht, bei einer größeren Anzahl an Verletzten die Verletzten zu betreuen und versorgen, bis sie dann ins nächste Krankenhaus transportiert werden. Die SEG-Behandlung hat einen Gerätewagen-Sanitätsdienst, der ist ausgerüstet für Patientenversorgung von 25 Verletzten in einer Stunde circa. Bei uns in der Behandlung bekommt jeder erstmal eine Helfer-Grundausbildung von den Malteser. Und des Weiteren wird er dann medizinisch ausgebildet, erstmal der Einsatzsanitäter. Und darauf baut dann quasi die Rettungssanitäter-Ausbildung auf. Mein Name ist Niedermeyer Angelina. Ich bin hauptamtlich bei dem Malteser im Fahrdienst als Disponentin. Also ich habe mich entschieden, dann in die SEG-Behandlung zu gehen, weil mir die Medizin sehr interessiert und weil ich es gut finde, wenn man einfach Menschen helfen kann. Mein Ziel ist eben dann, auch so einen Rettungssanitäter zu machen. Vor kurzem war Brand in Erding im Altenheim. Und ich war überrascht, wie früh das von den Ehrenamtlichen mit dabei waren, um sofort mit Hilfe leisten zu können. Und ich hätte mich auch gut vorbereitet gefühlt durch die ganzen Übungen, die wir davor hatten.